herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel morgen Nachmittag gegen Union Berlin im Signal Iduna Park, der wieder einmal ausverkauft ist, worüber wir uns sehr freuen, genauso wie über eure Anwesenheit hier. Ich begrüße die Journalisten im Trainingszentrum hier, der Hohenbuschei, und unseren Cheftrainer Edin Terzic und bitte euch um eure Fragen. Patrick Berger von Sport1. Ja, vielen Dank, Sven. Hallo, Edin. Dann stelle ich gleich eine Frage zum aktuellen Anlass. Der DFB-Kader wurde bekannt gegeben, wurde nominiert, sind ein paar Dortmunder dabei, unter anderem Mats Hummels, ein paar Überraschungen. Schlotterbeck ist nicht dabei, auch ein Emre Can. Wie ist die Kommunikation zwischen euch erfolgt, zwischen dir und dem Bundestrainer, und wie findest du die Entscheidung? Ja, hallo zusammen. Julian hat mich Anfang der Woche das erste Mal kontaktiert und mich da in seine Gedanken eingeweiht, wie er es vorhat. Hatte dann natürlich auch noch die eine oder andere Entscheidung, die er treffen musste. Dann hatten wir gestern nochmal Kontakt, haben sowohl geschrieben als auch telefoniert. Er hat mir dann erklärt, wer dabei ist und warum nicht. Und dann hat er, glaube ich, jeden einzelnen Spieler nochmal persönlich kontaktiert und ihm das dann erklärt. Und ja, wir freuen uns natürlich für Mats, dass er dann wieder dabei ist, weil ich glaube, er hat es sich absolut verdient durch seine Leistung, nicht nur in dieser Saison, sondern besonders halt auch in den letzten Jahren. Und das freut uns natürlich. Und ja, wir respektieren die Entscheidung. Wir werden diese Entscheidung nicht kommentieren, sondern Julian ist der Bundestrainer. Julian muss harte Entscheidungen treffen, so wie wir dann an Bundesligaspieltagen die Entscheidung treffen müssen. Aber wir drücken natürlich der deutschen Nationalmannschaft die Daumen. Marian Laske von Funke. Ja, Edin, wir kommen natürlich sofort zum Spiel, aber weil Patrick schon die Frage gestellt hat, stelle ich noch eine Anschlussfrage. Emre Can ist ja euer Kapitän und für ihn ist ja schon jetzt ein kleiner Rückschlag. Du musst die Entscheidung ja nicht kommentieren, aber wie gehst du da mit ihm um? Du saß jetzt auch ein paar Mal auf der Bank. Ja, wie ist da eure Kommunikation? Ja, Emre ist ein extrem wichtiger Spieler für uns und auch besonders für mich als Trainer. Wir sind jeden Tag im Austausch. Wir besprechen sehr viele Dinge bezüglich der Leistung, bezüglich der Mannschaft, und da ist Emre ein extrem wichtiger Ansprechpartner für mich, und er ist sehr gut mit der Situation umgegangen. Er hat auch, glaube ich, ein sehr eindrucksvolles Interview gegeben im Sommer, wo es darum ging, wie er seine starke Rückrunde erklärt hat, wo er dann auch geschildert hat, wie selbstkritisch er umgegangen ist mit sich selbst in der Vergangenheit, und genauso erleben wir ihn jetzt gerade. Also er weiß natürlich, dass er jetzt nicht in absoluter Topform ist, aber wir wissen ganz genau, dass er da hinkommen wird, und dabei werden wir ihm helfen, dabei werden wir ihn unterstützen, und ich finde, er hat jetzt auch in den letzten Einsätzen dann eine ansteigende Form gezeigt. Vijan Jacobi. Ja, hallo Edin. Dann kommen wir mal auf Union Berlin zu sprechen. Die haben ja jetzt nicht gerade einen glanzvollen Start in die Saison hingelegt. Jetzt zuletzt unglücklich gegen Heidenheim verloren, besonders unglücklich in der Champions League in der letzten Sekunde gegen Prager. Was erwartest du gegen Union Berlin? Wie werden die wohl auftreten gegen euch? Ja, stimmt schon, dass die letzten Spiele mit den Ergebnissen nicht so gepasst haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Trotzdem sind sie eigentlich ganz gut in die Saison gestartet mit 2 Siegen, wenn ich mich richtig erinnere. Also die ersten 9 Spieltage haben sie gewonnen. Und ja, sie haben jetzt unglückliche Niederlagen gehabt. Sie hatten sehr knappe Spiele. Sie hatten häufig auch nicht das nötige Glück, was man dann benötigt in diesen engen Spielen. Und trotzdem wissen wir, wie stark sie sind, wie unangenehm sie sein können. Die Leistung, die besonders das Spiel beispielsweise in Madrid, hätte definitiv einen Punkt verdient gehabt, wenn man gesehen hat, wie leidenschaftlich sie verteidigt haben, aber auch wie mutig sie gespielt haben. Ja, es ist jetzt gerade keine leichte Phase für sie, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, aber wir stellen uns auf das beste Union Berlin ein, was wir kennengelernt haben in den letzten Jahren, und da wissen wir, dass sie uns vor ein paar Aufgaben stellen werden, aber wir haben auch in der Vergangenheit gezeigt, besonders hier in den Heimspielen, dass wir da gute Antworten drauf gefunden haben, und daran werden wir morgen dann uns auch wieder messen lassen. Cedric Gebhardt von den Ruhrnachrichten. Ja, Edin, wir haben gerade schon kurz über Emre Can gesprochen. Salih Özcan hat neben ihm auf der Doppel-6 gespielt. Wie hat er dir insgesamt gefallen? Er hat ja lange Zeit nicht gespielt, auch in der Rückrunde, oder wenig gespielt, zumindest auch von Beginn an. Wie hast du ihn in der Phase auch wahrgenommen, gerade in den letzten Monaten? Und wie gefällt dir das Zusammenspiel mit Emre Can? Ja, ich finde, Salih hat jetzt nicht nur im letzten Spiel, sondern seitdem er dann wieder auf dem Platz stand, richtig gute Leistung gezeigt, hat für uns extrem viele Räume schließen können, viele gute Balleroberungen gehabt, was bei ihm auch noch so ein bisschen untergeht. Er bereitet auch viele gute Dinge vor. Er hat die große Chance dann in Hoffenheim vorbereitet, wo er nach einer Balleroberung Donny sofort in die Tiefe schickt. Jetzt hat er nochmal kurz vor Ende diese Balleroberung gehabt, wo er Felix Metscher dann in die Szene kurz vor Schluss
spielt, wo Felix dann abschließen kann. Also Sally macht es gerade richtig gut und das hat er sich verdient durch gute Trainingsleistungen und er war da sehr hartnäckig, hat uns immer wieder vor schwere Entscheidungen gestellt und jetzt gerade belohnt er sich mit guten Leistungen. Und im letzten Spiel standen beide gemeinsam auf dem Platz, davor stand nur einer von beiden auf der Sechs auf dem Platz. Also wir lassen uns diese Option offen, wir wissen um die Qualität von beiden und wir wissen, dass sie beide gut zusammenspielen können, aber wir wissen halt auch, dass wir andere gute Spieler auf dieser Position haben. Jonas Ortmann von der Bild-Zeitung. Danke Sven, hallo Edin. Einmal kurz Personal. Wie weit ist Marcel Sabitzer? Inzwischen ist es schon ein Thema. Und wie weit ist Julian Duranville? Ist es ein Thema, dass er vielleicht in dieser Woche schon zum Kader gehören könnte? Und sonst was passiert in der Woche? Ja, man merkt, dass Jesko nicht da ist. Sonst ist das mal die erste Frage. Dann gehen wir einmal kurz durch. Es sind 4 Spieler, die weiterhin noch nicht zur Verfügung stehen aufgrund von Verletzungen. Das ist einmal Matteo Morey und Marcel Sabitzer, die zwar sich in der Reha befinden, aber noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnten. Wir aber davon ausgehen, dass sie dann in den nächsten Tagen ins Mannschaftstraining einsteigen. Dazu kommt Thomas Meunier, der hat jetzt Anfang der Woche das erste Mal dann mit der Mannschaft trainieren können, aber auch da kommt es noch zu früh für den Spieltagskader. Bei Julien Duranville, der war dann schon einen Schritt weiter, hat dann leider aber eine Reaktion gezeigt nach dem Kurzeinsatz in der U19, sodass es jetzt gerade wieder darum geht, ihn erstmal stabil zu bekommen, ihn schmerzfrei zu bekommen. Das wird noch ein bisschen dauern. Also er ist jetzt auch noch keine Option fürs kommende Wochenende. Und dazu kommt halt mit Rami Benzebaini, das habt ihr mitbekommen, durch seine Gelb-Rot-Sperre, der noch ausfallen wird. Patrick Berger nochmal. Ihr habt unter der Woche ein klares Zeichen gesetzt mit der Verlängerung vorzeitig von Gregor Kobel. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie die Gespräche waren, wie er oder welches Gefühl er vielleicht auch in den Gesprächen vermittelt hat. Und es gibt ja durchaus ein oder andere Interesse, vielleicht auch für die Zukunft bei Real Madrid, bei den Bayern könnten Stellen frei werden. Wie zuversichtlich bist du nach diesem Gespräch, nach dieser Verlängerung, dass er wirklich auch seinen Vertrag grundsätzlich bis 2028 erfüllen kann? Ja, natürlich sehr glücklich. Gregor ist ein extrem wichtiger Faktor für uns gewesen in den letzten Jahren, seitdem er hier ist. Er wird gefühlt von Woche zu Woche immer stärker. Er wird immer wichtiger für uns und das meine ich nicht nur auf dem Platz, sondern halt auch neben dem Platz. Er ist jetzt unser zweiter Kapitän. Wir hatten tolle Gespräche in der vergangenen Saison. Wir hatten ein sehr langes und ausführliches Gespräch diesen Sommer, wo es halt auch darum ging, dass wir nicht nur ihm zutrauen, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, sondern dass er auch diesen klaren Wunsch geäußert hat. Und deshalb freut es uns nicht nur, dass er gute Leistungen bringt, sondern dass seine Stimme immer wichtiger wird innerhalb der Mannschaft. Und ich glaube, es ist ein extrem tolles Zeichen, wenn man sieht, dass er diesen Weg mit uns langfristig weitergehen möchte. Marian Laska nochmal. Edin, ihr wart ja nach dem Mailand-Spiel selbstkritisch, habt gesagt, dass es im letzten Drittel nicht so gepasst hat. Niklas Füllkrug hat sich zum Beispiel mehr Flanken gewünscht. Er meint, er wäre da ein guter Abnehmer, was wir, denke ich, alle denken. Wie geht ihr das an? Was sind so eure Pläne, um dieses Offensivspiel nochmal zu verbessern, zu verfeinern? Ja, er war nicht der Einzige, der sich das gewünscht hat. Also ich hätte auch diesen Wunsch geäußert. Weil wir sehr häufig und sehr gut in diese gefährlichen Torräume gekommen sind. Was dann aber noch nicht passte, war, dass wir dann teilweise ein bisschen zu sehr gezögert haben, zweimal geschaut haben, wo wir den Ball hinspielen wollen. Und das fiel uns dann noch nicht so leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und daran werden wir weiter arbeiten. Wir haben es gestern im Training schon getan. Wir werden es heute nochmal im Training tun. Und das Ganze dann halt auch nochmal im Besprechungsraum, wo wir die Szenen einfach nochmal ansprechen. Das Ganze auch nochmal mit Top-Niveau gegenüberstellen, wenn man einfach sieht, wie viele von den Top-Mannschaften sich dann einfach darauf verlassen, den Ball da reinzuspielen in diese Zonen, wenn der Gegner es zulässt. Und dann geht es einfach darum, dass jeder seine Verantwortung dafür übernimmt. Die Jungs, die dann am Flügel sind, dass sie einmal das Angebot haben, von der Grundlinie zu flanken, einmal das Angebot noch da ist, aus dem Halbfeld zu flanken, dass wir mit beiden Füßen auf beiden Flügeln immer wieder gefährlich die Bälle vors Tor bringen, aber dann natürlich auch die Verantwortung haben, die torgefährlichen Räume zu besetzen. Und da gibt es klare Regeln und da soll es auch klare Abläufe erkennbar geben und daran werden wir weiter arbeiten und wir sehen halt, wir kommen und belohnen uns aber noch nicht, wir kommen in diese Räume, aber wir belohnen uns noch nicht für gute Ballbesitzphasen, wir belohnen uns noch nicht für gute Balleroberung, weil uns dann dieses letzte Drittel noch so ein bisschen die Probleme bereitet, aber daran werden wir weiter arbeiten, da sind wir uns auch sicher, dass es dann ganz schnell wieder besser wird. Katharina Küpper für RUHR24. Hallo auch von mir. Ich würde einmal auf Adeyemi zu sprechen kommen. Der ist seit
3 Spielen ohne Startelf-Einsatz. Was fehlt ihm gerade so ein bisschen, beziehungsweise was machen die anderen Jungs vielleicht ein bisschen besser gerade? Ich glaube, Karim ist nur einmal gar nicht reingekommen. Ansonsten ist er eingewechselt worden und hatte dann auch in beiden Spielen dann immer wieder auch gute offensive Momente. Es fällt ihm gerade natürlich nicht ganz so leicht. Aber was wir nicht vergessen dürfen, man sieht das jetzt auch an der Nominierung für die U21, wie jung Karim noch ist. Karim ist noch ein junger Spieler, der noch viel lernen wird und trotzdem bringt das schon so viel mit. Und wir wissen das, er weiß es, dass er besser Fußball spielen kann. Wir wissen auch und haben es auch schon gesehen, dass er es hier bewiesen hat. Und jetzt geht es einfach darum, diese Phase, die sich jetzt gerade etwas schwerer anfühlt, gemeinsam zu bewältigen, ihn dabei zu unterstützen, wieder auf sein Level zu kommen. Und das liegt sowohl in seiner Verantwortung als auch in unserer Verantwortung, dass wir ihn dabei unterstützen, wieder dahin zu kommen. Und wenn man jetzt einfach sieht, wie er damit umgeht, wie er sich jetzt reinhaut in den Trainingseinheiten, wie er nach dem Training noch auf dem Trainingsplatz bleibt, um halt den Bock umzustoßen, da ist er auf einem richtig guten Weg. Manchmal funktioniert es leider nicht so schnell, wie man sich das wünscht oder auf Knopfdruck. Und deshalb geht es nur durch Fleiß und harte Arbeit. Und da werden wir einfach ihn bei unterstützen mit all dem, was wir haben. Patrick Berger nochmal. Ich weiß, es ist die Spieltags-PK für Union, aber ich will vielleicht schon mal eine Woche vorausgehen, wenn das gestattet ist. Ihr spielt dann gegen Bremen. Dazwischen ist jetzt eine Länderspielreise mit USA, mit Jetlag. Ist natürlich ein Thema, mit dem ihr euch auch beschäftigt. Inwiefern gibt es da auch einen Austausch mit dem DFB, mit dem Bundestrainer? Inwiefern wollt ihr da vielleicht auch auf die Spieler einwirken mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Mitteln, die man vielleicht auch tun kann, um Jetlag zu überwinden, um ja, fit zu sein für das Spiel, was dann folgt? Ja, Patrick, du hast schon recht. Es ist nicht unbedingt das Thema, was ich jetzt einen Tag vor dem Spiel gegen Union Berlin besprechen möchte. Trotzdem haben wir auch unsere Erfahrung gemacht mit Reisen, jetzt auch im Sommer in die USA, haben da auch unseren eigenen Jetlag-Plan und da werden unsere medizinische Abteilung, unsere Athletikabteilung im engen Austausch bleiben mit unseren Spielern. Wir werden im Kontakt bleiben und trotzdem ist es eine Herausforderung, der werden wir uns stellen, wir werden sie so annehmen. Es ist so, wie es dann entschieden wurde und das gilt es zu respektieren und wir werden aus diesen Gegebenheiten versuchen, das Beste zu machen, dass unsere Jungs nicht nur gesund, sondern halt auch fit, einsatzfähig zurückkommen. Cedric Gebhardt nochmal. Jo, eine Frage zu Henry Blank, der zwar hier noch keine so große Rolle spielt, aber bei der U23 eine richtig gute Figur abgibt, trotz seiner 18, 19 Jahre gerade. Und du hast ihn ja auch schon das ein oder andere Mal im Training gehabt und dich ja auch sicherlich persönlich mit ihm ausgetauscht. Wie nimmst du ihn wahr und ist er perspektivisch womöglich der Innenverteidiger Nummer 4? Denn die Stelle habt ihr ja nicht neu besetzt bislang. Ihr habt noch Papadopoulos zugegebenermaßen, aber die Frage ist, ist das perspektivisch einer, der da reinwachsen könnte in diese Rolle? Henry ist ein herausragender Junge. Der macht uns ganz viel Spaß. Er ist hellwach. Er will sich jeden Tag verbessern und das macht er auf eine sehr, sehr fleißige, aber auch sympathische Art und Weise. Er kann nicht nur in der Innenverteidigung spielen, sondern er hat halt auch im NLZ häufiger als Linksverteidiger gespielt in der Viererkette und das macht ihn zu einem sehr vielseitigen Spieler in der Defensive. Hat eine tolle Zweikampfführung, ein tolles Passspiel, einen sehr, sehr klaren, guten linken Fuß. Und wenn man dann gesehen hat, wir hatten ihn ja dann auch mit auf der USA-Reise und hatten ihn dann in die Spiele reingeworfen gegen beispielsweise Chelsea, Man United und so weiter und so fort, mit wie viel Selbstvertrauen er diese Spiele angenommen hat. Und da ist er auf einem richtig guten Weg und wir freuen uns einfach über diese Entwicklung und trotzdem werden wir ihm auch die Zeit geben, Fehler zu machen und wir werden ihn dabei unterstützen, jeden Tag besser zu werden. Aber das ist ein ganz fantastischer Spieler, auf den wir ganz große Stücke halten. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, das ist nicht der Fall. Dann sage ich vielen Dank für euer Kommen. Schönen Tag noch und bis morgen. Danke.